Damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge von unserem Projekt Auf Achse, die nächste Generation. Wir fahren von Galatz, oh, ich habe viel Verkehr hier, nach Neumarkt am Mirsch. Motorräder. Ich habe den Rückwärtsgang drin. Anna. Mit dabei ist natürlich auch wieder der Franz Junior. Servus. Servus und grüß die Miteinander. So, und wir müssen einen kleinen Umweg machen über Yassi. Also wir fahren definitiv Ost-Ost sozusagen. Da wir einen Abstecher zur Werkstatt machen müssen. Aber der Umweg hält ja auch in Grenzen. Das sind 4-5 Kilometer mehr. Oh, wir müssen hier irgendwie links, ne? Ganz auch durch den Kreisverkehr, es bleibt sie gleich. Sind wir doch schon mal lang gefahren an der Tanke. Gefühlt haben wir halb Galatz schon erkundet. Ja, aus der Richtung kamen wir ja gerade. Wir waren doch hier oben bei Lock and Stick, oder waren wir abgeliefert das letzte Mal? Oh, gute Frage. Aber ja, stimmt. Thank you.
doof kann man doch nicht sein, ehrlich. Ach, das war heilige. Hast du irgendwie Scheiße am Schuh, oder? Ich weiß auch nicht. Jede zweite Ampel triffst du, die Straßenbahn triffst du. In der Türkei in der Mordstation ramme ich einen LKW aus den rein, gucke schon nach rechts, von links, bam. Oh Mann, ey, es ist dann mit Konzentration. Das ist, wenn man Grippe hat halt. Was für Medikamente nimmst du? Ey, wir wollen jetzt ja keine Werbung machen hier für irgendwelche pharmazeutischen Unternehmen. Ja. Du nimmst doch wahrscheinlich irgend so einen gute Nachthustensaft oder sowas, den du dir sonst was reinknüppelst. Ja, das habe ich, Wir sollen hier diesen Sandweg rein. Also, das ist die letzte Hinterhofwerkstatt, aber ich dachte, du hast kein Geld. Mal gucken erstmal, was da einen gleich abknüpfen. Oh, das ist ja geil. Jetzt mit Vollspeed hier langballern und hinten der ganze Staub aufwirbelt. Mega. Komm, lass, gib Gummi. Hier eine richtige Rennstrecke. Denk dran, wir haben zerbrechliche Fracht drauf. Wir haben Motorräder geladen und keine leeren Fässer. Jetzt sind mal meine Räder durchdrehen. Was ist denn hier los? Ne, oder es geht bergauf, wa? Oh, aber mega. Also ich kündige uns schon mal an. Wir können dann auf jeden Fall auch noch mal schnell einen Kaffee trinken, wenn wir da schon mal sind. Ja, wird bestimmt schon dauern, bis die fertig sind mit uns. Ich hoffe, dass wir unsere Fracht dann auch pünktlich ausliefern können. Aber wir helfen mitschrauben, ne? Wir sind ja erfahrene Holz. Gerade eben dran, eben hast du auch so einen Kaffee trinken gesagt. Ja, reicht doch. Ey, sag mal, kannst du nicht ein Stück an die Seite fahren? Ehrlich? Ja, geh doch gleich los. Ich muss ja erstmal sehen, dass die Auffahrt auch frei bleibt. Es gibt genug Platz für zwei, ne? Nee, da muss er den ganzen Platz für sich einheimsen hier. Kann ich? Ja. Das war auch von vornherein mein Plan, aber du fängst ja erstmal an zu weinen. Es liegt auch an der Grippe. So, guck mal, was die Wartung kostet. Du hast auch Grippe, seit ich dich kenne, oder? So, also ich kann definitiv alles reparieren. Allerdings bin ich dann blank. Also eventuell wäre es nett, wenn du mir ein bisschen Geld leistest und das nächste Mal tanken müssen. Das muss ich mal sehen. Könnte ich eigentlich noch irgendwas ausbauen, motorstufenmäßig? Ja, ich könnte 40 PS noch haben. Warte mal, ich soll dir Geld pumpen beim nächsten Mal tanken, aber du überlegst jetzt einen neuen Motor zu kaufen? Nee, ja, ich überlege einen neuen Motor zu kaufen. Meinst du, es könnte Sinn machen? Wenn du kein Geld hast? Nee, ich konnte nochmal Kredit aufnehmen, aber jetzt bin ich richtig komplett blank. Ich krieg auch keinen Kredit mehr. Ich könnte den Motor kaufen, aber das ist, glaube ich, keine gute Idee, oder? Wegen 40 PS. Du, wenn da nachher so eine komische RTL-Sendung kommt mit so einem Herrn Zwegert, dann... Dann... Ich auch die. Nee, komm. Lass mal. Das macht einfach keinen Sinn. So, ich würde sagen Kaffee, ne? Ich kann schon mal hinfahren und parken. Wenn ich jetzt erst parke, dann kriege ich nur wieder einen auf den Sack. Ja, ich parke. Okay, ich stehe. Jo, dann mach ich mich gleich los. Okay, dann einmal aufsatteln. Oh, falsch rum. Oh mein Gott. Ist gleich wieder in die Werkstatt. Mann, ey, ehrlich, ich bin nicht auf der Höhe. Alle Stricke reißt nämlich dein Auflieger. Den lass ich verpfänden. Mit Motorräder. Damit du nicht der feine Herr, der noch einen zweiten LKW hat und einen Angestellten?
Einer muss ja das Geld wieder reinholen, ne? Ja, auch wieder recht. Oh Mann, ey, ehrlich du. Sag mal, sitzt du jetzt gleich bei mir im Auflieger, oder? Wollt jetzt schön versuchen. Komm, ich lasse das einfach. Warum willst du einfach nur gerade zurück auf die Straße, auf den Sandweg raus, oder nicht? Ja, das wollte ich eigentlich machen, aber jetzt habe ich mir überlegt, nö. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Ich werde den ganzen Tag nur gemobbt. Ich will nicht sagen, dass ich empfindlich bin, aber. Muss mir angewöhnen, aus einer anderen Perspektive rückwärts zu fahren, glaube ich. Ach, warte mal, könnten wir nicht eigentlich wieder die Achse liften? Ich habe das auf jeden Fall zum Rangieren hochgenommen. Jetzt oben? Nee. Oh, hoffen wir mal, dass er seinen Grünstreifen ein bisschen befestigt hat. Nee, konnte nicht angehoben werden, ist angeblich zu schwer. Wer weiß, was du mir noch alles draufgepackt hast. Oder damit ich wieder nachher in Schwierigkeiten komme. Ach, meinst du? Ja, Nur weil dein sicher. LKW sagt, dass du zu schwer bist? Also, hau mal richtig in die Tasten hier auf der Schotterpiste. Will richtig die Steine fliegen sehen. Wohl, nee, ist ja meine Windschutzscheibe. Lass mal lieber. Ich wollte gerade sagen, kannst du wieder umdrehen, oder?
So, hast du gleich geschafft. Hier ist eine Bushaltestelle, also wenn sie mir den LKW sonst irgendwann wegnehmen, fahre ich mit dem Bus. Nach Hause. München. Bahnübergang. Und links, wenn ich das richtig gesehen habe. Fallout Cargo, ist das richtig? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich kann jetzt gerade nicht auf die Papiere gucken, ich bin aber abbiegen. Alles gut. Ist richtig. Ich habe den gleich, ich habe ihm Bescheid gesagt, dass da gleich noch so ein verrückter Irrer kommt. Okay. Oh, oh, ob das hier so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ah. Aus. Das Tor hat er trotzdem zugemacht. Muss jetzt aber nicht in die gleiche Lücke rein, wo ich hier rein muss. Zwischen die zwei Trailer? Ich war ziemlich am Ende hier irgendwo hin. Okay. Hast du doch eine eigene Rampe bekommen. Was soll ich denn? Ach, hier hinten? Hier hinten rein? Oh Gott, ihr wollt mich auch in die letzte Ecke hier rein haben, wa? Naja. Aber dass ich immer von vorne dann gucke beim Rangieren, neigt man dazu, genau falsch rum zu lenken. Ach, du hast übrigens eine vernünftige, ich soll hier in die letzte Ecke rein. Ich glaube, die denken, die können den Auflieger auch behalten. So, zufriedenstellend. Bitte dich. Ah, ich habe 1200 Euro, 1300 Euro knapp bezahlen müssen für den Schaden von den Motorrädern. Du hast es wenigstens behalten? Nee. Auch nicht. Du hast doch von der Seite abgeladen oder was? Ja, ich soll hier ins.
Was hast du dem Typen erzählt über mich? Nix. Gut, und während du noch rangierst, beende ich schon mal die Folge. Nein. Das Like und das Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss und ciao.